Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Western-Fans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen späten Italo-Western aus dem Jahr 1987 mitgebracht, der unter der Regie von Bruno Mattei entstanden ist. Und dabei handelt es sich um den Film Scalps, der hierzulande auch vertrieben wurde unter Es geht um deinen Scalp, Amigo, wie hier drauf auch zu lesen ist, und unter dem Titel Sie kämpft wie ein Mann. Ja, 1A-Titel für einen reißerischen Italo-Western, ganz klar. Und reißerisch ist der hier auf jeden Fall, denn, Story, okay, kann man gebrauchen. Allerdings, das Hauptaugenmerk liegt hier dann doch auf der zur Schaustellung von Gräueltaten, aber das war zu der Zeit ja keine Seltenheit. So, herausgebracht wird der Film von Cine Strange Extreme im Rahmen der Bahnhofskino-Reihe, und zwar in drei unterschiedlichen Cover-Variationen. Als da hätten wir hier einmal Cover A, was ich persönlich auch ziemlich geil finde. Das ist auf 333 Stück limitiert. Dann haben wir hier noch Cover B, ebenfalls ein sehr schönes Artwork. Das ist limitiert sogar nur auf 222 Stück. Und hier auf dem Tisch bei mir liegt Cover C, und das ist gerade mal auf hier 111 Stück limitiert. Macht also zusammen 666. Ja, wenn das mal kein Zeichen ist. Naja, gut, wie auch immer. So, der Film, wie gesagt, Bahnhofskino, und das trifft es eigentlich auch ziemlich genau. Ich mag die Bahnhofskino-Reihe eigentlich sehr gerne. Das sind eigentlich immer ziemlich coole Exploitation-Filme. Die meisten kannte ich bis dato noch gar nicht, aber jeder einzelne hat mir Spaß gemacht. Deswegen muss man Cine Strange Extreme auch ein großes Dank dafür aussprechen, dass die diese verschollen geglaubten Perlen des schlechten Geschmacks finden und veröffentlichen. Wobei die Qualität gerade der Bahnhofskinofilme dann doch auch sehr wechselhaft war. Also die Bild- und Tonqualität, meine ich. Also man hat sich zwar schon Mühe gegeben bei der Restauration, aber sie haben dann trotzdem immer noch so ein bisschen so einen grindigen Charakter. Und ja, es gehört auch irgendwo dazu. Wobei hier habe ich auch schon eine Version gesehen, die qualitativ ziemlich gut ist. Also gehe ich mal davon aus, dass man hier auch eine vernünftige Qualität erwarten kann. So, wir machen jetzt diese Folie ab. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, fies. Das fühlt sich komisch an, aber sei es drum. So, wir haben da jetzt auch keine Altersfreigabe drauf. Meines Wissens ist der Film auch gar nicht von der FSK abgesegnet worden, aber das ist halt mein Wissensstand. Es ist gut möglich, dass er doch, nee, hier auf den Discs steht auch nichts. Also möglicherweise handelt es sich hier um eine Veröffentlichung mit ohne FSK. Also ihr kriegt die dann auch im Shop und bei den üblichen Händlern, nur halt nicht im Supermarkt oder im Elektrofachhandel. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sag mal, bei einer so geringen Limitierung ist es unwahrscheinlich, dass ihr den im normalen Einzelhandel bekommt. So, wir schauen uns jetzt mal dieses Cover an. Wir haben wie immer bei Bahnhofskino hier oben ein Filmbild in mit Spotlack-Veredelung. Dann haben wir hier den Titel Bahnhofskino draufstehen. Dann hier dieses Artwork. Gefällt mir auch sehr gut. Aber, ja, ich weiß auch nicht, die anderen beiden haben mir sogar noch besser gefallen. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Was mir hier gefällt, ist, es ist schön gezeichnet. Wir haben diesen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, ich weiß ja, auf jeden Fall hier, ne? Also von den Farben her sehr schön. Dann hier unten, wenn Winnetou eine Frau wäre. Ja, was, wie, wenn Winnetou, also der ist ja nun, die hier, das ist eine Rachegeschichte. Sie wird vergewaltigt und sie wird entführt und schlägt dann zurück mit aller Gewalt, die man sich vorstellen kann, bis hin zum Skalpieren. Ja, das ist ja das Wichtige. Das machen Indianer ja so, wissen wir ja alle, die wir die Filme von früher geguckt haben. Und ja, eher wenn Rambo eine Frau wäre, das würde eher passen als wenn Winnetou, weil Winnetou war ja eher so der Friedliebende. Aber gut, sei es drum. So, auf dem Spine haben wir nur Scalps draufstehen, dann unten nochmal das Front-Artwork und hier unten diese Kombination DVD-Blu-Ray, denn ihr habt es eben schon kurz gesehen, es ist ein Kombipaket, und hier oben haben wir Bahnhofskino Cine Strange Extreme Nummer 9.
So, übrigens, nächstes Mal stelle ich euch den hier vor, nur mal so nebenbei. Das ist Nummer 8. Oder habe ich euch schon vorgestellt? Ich weiß nicht, ich nehme sie gerade so rum auf, aber mal sehen, wie rum ich sie hochlade. So, also das ist Scalps und ja, hier, das ist Nummer 8. So, auf der Rückseite haben wir hier oben nochmal ein Bild aus dem Film, das schon tief blicken lässt, was hier mit den üblen Burschen passiert. Dann haben wir hier oben ja, Regie Werner Nox und Claudio Fragasso. Das sind beides Synonyme von Bruno Mattei. Bruno Mattei hat ja viel unter Pseudonym gemacht. Diesen Film, den hat er unter dem Namen Werner Nox gedreht, aber es ist Bruno Mattei, auch wenn es hier nicht draufsteht. So, dann haben wir hier eine Inhaltsangabe, hier unten weitere Bilder aus dem Film. Die ganzen Bilder alle mit Spottlackveredelung. Dann haben wir hier unten, sie kämpft wie ein Mann, doch sie liebt wie eine Frau. Ach, herrlich, oder? Das zieht die Leute noch ins Kino, wenn sie noch ein Stündchen Zeit haben oder zwei. So, dann haben wir hier die Laufzeitangabe, hier die Produktspezifikationen. Wobei, ja gut, hier steht auch nur Stereo, jetzt steht hier nicht, was es ist, aber das könnt ihr unten in der Infobox ja nachlesen. Dann hätten wir hier noch das Bonusmaterial aufgeführt und hier den Hinweis auf Cover C. Und hier haben wir die Limitierungsnummer. Das ist jetzt Nummer was auch immer von 111. Das ist natürlich ein Presseexemplar, deswegen haben wir hier keine Limitierungsnummer drauf. Aber normalerweise würde hier stehen, dass wie viel der Exemplar von 111 ihr in den Händen haltet. So, dann haben wir vorne die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus. Ja, Sinestrange Bahnhofskino. Auch hier haben wir das Artwork nochmal, das sich vorne auf dem Frontcover befindet. Dann haben wir hinten die DVD drin liegen. Die schaut aus wie das Covermotiv B. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch Covermotiv A und dann hätten wir den ganzen Klumpatsch zusammen. Wir haben hier natürlich auch noch einen farbigen Innendruck hier. Ach, das ist doch herrlich, oder? Hier, der kriegt die Haare geschnitten und die Kopfhaut gleich mit dazu. Da gibt es ja diesen Ärzte-Song. Herrlich, herrlich. So, ja, und hier auch ein farbiger Innendruck. Sie kämpft wie ein Mann, ja. Ja, toll. Da, Männer kämpfen ja. Ne? Das ist ja also ein richtig toller Film für die Frauenbewegung, gar keine Frage. So, das Booklet ist wie immer bei Sinestrange vernäht. Das haben wir hier. Und ja, wir sehen auch, dass der Plastiktray direkt im Mediabook eingearbeitet ist und nicht erst auf einem Pappdeckel geklebt wurde, der dann hier ins Mediabook gepappt wird, sondern es ist direkt hier mit drauf. So, ach so, ja, noch mal ganz kurz hier. Das ist das Mediabook-Booklet in der Mitte. Bisschen Bewegung ist wohl drin. Nach oben und unten kaum. Zur Seite eigentlich, da, es hält sich in Grenzen. Auf jeden Fall schön verarbeitet, wie man das von Cinestrange Extreme auch gewohnt ist. Und das sage ich jetzt wirklich so, weil ich das so meine. Der Preis liegt um die 38 € aktuell. Erscheinen wird das Teil am 26.05. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, das vorzubestellen. Aber aktuell liegt der Preis halt bei 38 €. So, dann haben wir jetzt hier das Booklet-Innenteil, auch schön verarbeitet. Ein paar Bilder aus dem Film hier, da seht ihr schon, was euch erwartet, herrlich, ja. Aber die Haare liegen schön drüber, muss ich hier nicht viel wegpixeln. Also sowas hier, das gefällt mir gut, wenn man hier so Bilder in den Text integriert. Das hier brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oder hier zwei Bilder aus dem Film, noch ein weiteres. Das ist jetzt nicht wirklich nötig, aber gut, jetzt ist es halt so. Wir haben einiges an Text und das Verhältnis von Text zu Bild finde ich persönlich auch sehr harmonisch. Ja, und ihr seht, es ist vernäht, habe ich ja eben schon gesagt. Das Papier für meinen Geschmack etwas zu glänzend, aber es hält sich auch hier wie immer bei Cinestrange sehr im Rahmen. Glänzt also nicht übermäßig, liegt gut in der Hand, ist gutes, dickes Papier, lässt sich gut anfassen, lässt sich gut umblättern und ist alles in allem sehr wertig. So, jetzt haben wir hier noch zwei Bleistiftskizzen, so wie es aussieht. Sowas finde ich persönlich viel geiler als Bilder aus dem Film. Das hat für mich auch einen Mehrwert, auch wenn das jetzt nicht wirklich irgendwas mit dem Film zu tun hat. Wenn es so ist, vielleicht hat es ja sogar, dann ist es sogar noch besser. Aber ja, hier so, also ja, sowas hier, so Bilder aus dem Film muss ich nicht unbedingt haben. Aber ist halt, ja, ne? Das sieht ja jeder anders. So, das hier wiederum, das sind so Aushangfotos aus dem Kino. Das finde ich wiederum geil, wenn dann hier so eine Fotokollage ist. Vielleicht hat man den Film ja auch Ende der 80er Jahre gesehen damals und erinnert sich vielleicht,
an diese Aushangfotos, das hat dann wieder so einen nostalgischen Wert. So, und das hier finde ich persönlich extrem geil, wenn hier so internationale Artworks, internationale Cover mit drin sind. Das hat für mich auf jeden Fall einen Mehrwert, dass man sieht, wo das Ganze oder wie das Ganze im Ausland beworben wurde oder welche Editionen es damals gab auf Videokassette oder vielleicht Super 8 oder was auch immer. Also das hier finde ich schon mal ziemlich cool. So, und dann sind wir auch schon durch. Ein etwas anderer Indianerfilm. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das ein großartiger Western ist. Es ist eher ein Indianer-Rache-Thriller. Und ich rede jetzt wirklich, ich sage Indianer jetzt, weil das ist halt aus der Zeit, da konnte man das noch sagen. Der Begriff, der fällt ja auch andauernd. Ist jetzt also auch nicht rassistisch gemeint. Es ist ein schöner Film für einen gemütlichen Sonntagnachmittag mit der ganzen Familie. Vorausgesetzt, die ganze Familie hat ein Faible für Blut, Gewalt und ist volljährig. Dann kann man den halt sonntags mit der Familie gucken. Ansonsten vielleicht eine Kiste Bier aufmachen und genießen. So, Bahnhofskino, Scene Strange Extreme, erhältlich ab dem 26.05.2023. Limitiert dieses Exemplar auf 111 Exemplare. Ist auf jeden Fall ein schönes Teil für die Sammlung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn euch das Video, wenn euch das Video nicht gefallen hat, macht das trotzdem. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, bleibt geil, euer Michael Speyer.